Mein Name ist Sonja Tonelli, ich bin Präsidentin vom Verein gegen Tierfabriken und wir sind heute hier gewesen, um gegen das Urteil von Ulrich Kesselring zu demonstrieren. Das Urteil ist ein absoluter Skandal und zeigt, dass der Tierschutzvollzug in der Schweiz hapert. Das beste Tierschutzgesetz nützt nichts, wenn es nach einem Vollzug scheitert. Die Staatsanwaltschaft hat das Urteil weitergezogen als Thurgauer Obergericht. Unsere Forderung ist, dass Behörden sich jetzt dahinter machen, damit es gelingt, in der nächsten Instanz Ulrich Kesselring endlich zur Rechenschaft zu ziehen für seine Gräueltaten, die er den Tieren gegenüber begangen hat. Der Verein gegen Tierfabriken setzt sich für die Rechte der Tiere ein. Der Erwin Kessler, der ja leider verstorben ist, hat jahrzehntelang den Menschen bekannt gemacht, dass es den Tiere in der Schweiz, oder insbesondere den sogenannten Nutztiere in der Schweiz, nicht so gut geht, wie man immer meint. Und das liegt eben vor allem auch daran, dass wir trotz fortschrittlichem Tierschutzgesetz eben den Vollzug, also wenn es dann zu einem Missstand kommt, wie jetzt bei Ulrich Kesselring, der Vollzug eben nicht durchgeführt wird. Und die Lösung des ganzen Problems wäre eben eigentlich, und das machen wir als VGT auch bekannt, dass man vegan leben würde, dann würde es solche Gräueltaten wie jetzt hier beim Ulrich Kesselring passiert sind, aber auch sonst die Ausbeutung, die man in der Nutztierhaltung sieht, würde es gar nicht geben. Und das ist unsere Ermunterung. Wir führen auch einen Lebenshof in Bouwil, wo wir ehemalige Nutztiere aufgenommen haben, wo den Menschen eben zeigen, dass sie genauso Persönlichkeiten sind wie unsere Büsi und unsere Hunde und wo stellvertretend für all die Tiere in der Nutztierhaltung dort sind und leben und eben möchten aufzeigen, dass es Zeit ist, um dieser Tierausbeutung ein Ende zu setzen.